Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 18. November 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 736 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Google Maps, E-Zigaretten, Nuvia, Oppo A9 und Circle 2. Ich beginne gleich mit Google. Die haben eine Neuigkeit, die sie serverseitig für Google Maps ausrollen. Wenn ihr euch jetzt durch die Stadt bewegt, beim einen oder anderen ist schon aufgeschaltet, beim anderen einen oder anderen eben auch noch nicht. Wie gesagt, serverseitig wird das Feature nun aufgeschaltet. Ich gehe mal davon aus, ihr geht oder fahrt oder bewegt euch sonst irgendwie durch die Stadt von A nach B und euch begegnet plötzlich so ein kleiner Dot, so ein Stecknadel, die euch lokale Geschäfte anzeigt. Lokale Geschäfte, die Dinge herstellen, die euch interessiert, vielleicht einen kleinen Supermarkt, vielleicht eine Confiserie, die Schokolade oder sowas herstellt, halt alles, was euch interessieren könnte und euch dazu verleiten könnte, einen kurzen Abstecher oder Zwischenstopp zu machen. Google selber sagt, dass dadurch um knapp ein Drittel mehr Besucher in die einzelnen Läden gehen und die Händler es somit umsetzen sollen, vor allem auch ihre Produkte da einpflegen sollen und so weiter. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein und wenn ihr euch das nächste Mal mit Google durch die Stadt bewegt, lasst mich wissen, wenn sowas bei euch aufploppt. Screenshot einfach via Social Media, über E-Mail, Twitter, DM und was auch immer zukommen lassen. Ich bin da extrem gespannt, wie das ausschaut. Ja, auf meinem Heimweg hat's kein Geschäft unterwegs, somit wird es schwieriger. Weiter geht's mit E-Zigaretten. Die sind in Amerika wieder mal ziemlich kontrovers diskutiert in der letzten Zeit und Apple hat da jetzt auch auf die Kritik reagiert. Da anscheinend gab's auch erste Tote, obwohl und wie das Ganze zusammenhängt und so weiter, ist immer so ein Ding. Auf jeden Fall ist es so, dass Apple 181 Apps aus dem App Store entfernt hat, die alle rundherum um Vaping-Produkte gingen, also eben um diese E-Zigaretten gingen. Das wird hoffentlich kein unschönes Nachspiel haben und ich bin gespannt, wie sich das in den Staaten weiterentwickeln wird. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Weiter geht's mit Nuvia. Das ist eine neue, nicht Software, sondern Hardware-Bude, die Chipkerne für Datencentern macht, also für die großen Computer dieser Welt. Doch wer steckt da dahinter? Kein geringerer als der ehemalige, seit 2010 bis April diesen Jahres tätige Chefentwickler bei Apple. Plus ein Mitarbeiter, der früher mal bei Apple war und zu Google gegangen ist, da jetzt weggegangen ist und eben auch eingestiegen ist. Und noch ein anderer Mitarbeiter, namentlich wären das der Manu Gulati und der John Bruno, die da eben sich mit neuen Chips auseinandersetzen. Investiert ist darin Dell und ein paar Venture Capital Firmen und somit können wir schwer davon ausgehen, dass in kommenden Dell Computern vielleicht mal solchen Chip da rumwerkelt. Weiter geht's mit einer Neuigkeit, die nicht mehr ganz so neu ist, also nicht jetzt vom Wochenende ist, aber doch von der letzten Woche, die ich glaube, der Achim irgendwie nicht mitgenommen hat, wenn ich mir richtig im Kopf bin. Oppo, der chinesische Smartphone-Hersteller, hat zwei neue Smartphones in der Schweiz auf den Markt gebracht. Wie es in Deutschland und Österreich ist, weiß ich nicht, aber nach dem Renault 2, was ich ja vor kurzem schon ausgiebig getestet habe und immer noch fleißig im Einsatz hat, bringen sie jetzt noch zwei günstige Telefone raus, das A9 und das A5. Jeweils mit 3 respektive 4 Kameramodulen, 48 Megapixel ist da das größte, mit einiges an RAM, also für den Preis 4 GB RAM, 128 GB Speicher, 6,5 Zoll Display und ein 5000 mAh Akku und ja, sage und schreibe, 249 ist das teurere, das A9 und das günstigere, das A5. Gibt's ab 199 Schweizer Franken zu kaufen. Ja, die geben richtig Gas bei Oppo. Auch Gas gibt endlich Logitech und ist somit die
der erste Hersteller, der seine Kamera in das HomeKit Secure Videopaket mit reinpackt. Das ist für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, an der WWDC vorgestellt wurde ja von Apples Seite her die Möglichkeit, Kameradaten in der Apple Cloud, also in der iCloud zu lagern, wenn man das größere oder ganz große Abo hat, also zumindest das 200 GB Abo muss man haben, wird einem da nichts an Volumen angerechnet und die Videos bleiben bis zu 10 Tage in der Cloud gespeichert. Wer also eine Circle 2 sein eigen nennt, mein Rainer tut das, und zwar in der kabelgebundenen, der kann jetzt sein Gerät aus der Logitech Cloud rausnehmen und in die Apple Cloud tun. Ich werde das in den nächsten 2 Tagen auf jeden Fall umsetzen, sobald ich dazu komme. Ja, das war's heute mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den heutigen Tag. Wünsche euch viel Erfolg und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Hört mehr Geek Talk.